Ja, willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Minecraft TFC, sprich Terra Firma Craft, dem allumfassenden Minecraft auf den Kopf stellenden Supermod, wie ich ihn mal bezeichnen möchte. Ja, wie weit sind wir? Wir sind so weit, dass wir die ein oder andere Gussform auf Vorrat haben. Ich war so frei und habe offscreen nochmal ein paar Axtköpfe hergestellt. Und jetzt müssen wir mal schauen. Erstmal möchte ich das Holz auslagern. Denn auch wenn wir es gut brauchen können, im Moment. 1, 2, 3, 4. So. Ups. So, dann hauen wir da welches rein. Da hauen wir welches rein. Da hauen wir welches rein. Da hauen wir welches rein. Und da hauen wir welches rein. So, bietet uns die Möglichkeit, ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen. Die Tintensäcke packen wir nochmal kurz beiseite. So, jetzt müssen wir kurz schauen. Das kommt dahin, die Erde erstmal. Die Schaufeln behalten wir. Während hier hinter uns noch fleißig gebrutzelt wird. So. Na komm. Ich habe jetzt keine Lust, die Schaufel dafür rauszuholen. So, zack. Dann haben wir den nämlich auch aus dem Inventar. Stickies, da kann man ein Stack von weg. Ja, ihr merkt schon, wir werden über kurz oder lang eine ganze Menge Kisten brauchen. Das kann da auch nochmal eben hin. So, dann haben wir nämlich das Holz fürs Dach erstmal aus der Sonne. So. Die Schnitzel haben wir, die Eier. Das Erz kann erstmal noch beiseite. Holzplanken, Holzplanken. So, die Axtköpfe müssen wir mitnehmen. Wir werden jetzt gleich nämlich nochmal ein paar von den großen, von den großen Bäumen niederreißen. Ich glaube, da gehen wir da hinter den Berg. Können eigentlich schon mal Äxte vorbereiten. Kleinen Vorrat haben wir jetzt. Aber diese beiden Erdklumpen, ne, die bringe ich ja jetzt gerade mal. So, komm mal her. Du dahin, du dahin. Wachst gefälligst mit Gras zu. Gut, dann gucken wir nochmal eben. Hier müsste jetzt wieder ein bisschen was fertig sein. Okay. Die Stickies nehmen wir mit. Die Javelin ist Wurst. Das lassen wir mal kurz hier. Ein Bett haben wir. Schreiben wir auch, wenn wir unterwegs einen Huhn sehen, dann werden wir uns diesem entledigen. Dirt, dirt. Ja, komm, wir füllen mal hier eben auf. Nämlich keine Lust, jetzt hier den Dreck, ups, mit rumzuschleppen. Damit haben wir das auch. Dann kann das dahin. Gut, da geht ein bisschen Holz rein. Und dann wandern wir jetzt mal über den Berg. Na komm schon. Dann können wir nämlich nochmal eine Kohleader aufbauen. Aber wie gesagt, dazu nehmen wir halt hier wirklich diese Mammutbäume. Das ist ein Stückchen effektiver. Auch wenn wir dafür so viele Äxte brauchen, aber im Endeffekt brauchen wir nicht hin und her rennen. Heißt, wir können jetzt im Prinzip eine ganze Folge nur mit Holzhacken verbringen. Ich bin der Holzhacker-Hick. Und wenn Holzhacker-Hick, Holzhacker-Hack beim Holzhacken hilft, hilft Holzhacker-Hick, Holzhacker-Hack beim Holzhacken. Oder so ähnlich. So, nächste Axt. Damit haben wir zwei down. Ja, die eine war ein bisschen angeschlagen. Wir nehmen beim nächsten Mal wirklich komplett frische Äxte, dann können wir das mal durchzählen. So, tap, 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 tap.
irgendwas daneben gefallen. Da. Und dann nehmen wir den da vorne. Wir können unterwegs nochmal hier so ein bisschen die, aua, die Steine klopfen, in der Hoffnung, dass er nochmal ein bisschen von diesem Sphalerit rauskommt. Bums Sphalerit, sagt der Karnevalist. Da ist auch noch einer, sehr schön. So, ich würde ja gerne von diesen Mammutbäumen selber welche anpflanzen. Aber wir haben halt nicht wirklich eine Gelegenheit, da oben an die Blätter zu kommen. Es sei denn, ich setze Leitern an die Stämme und ich mache das von da aus alles. Was die Sache allerdings nicht wirklich vereinfacht. Denn da müssten wir jetzt erst Leitern craften und hin und her. So, jetzt nehmen wir wirklich mal frische Äxte und gehen da auch eine Etage tiefer, damit wir auch den untersten Block weghauen. Wir hätten was trinken sollen. Spiegelei für unterwegs haben wir. Okay, links von uns sind auch ein paar Flüsse. Eins. Und, na. Komm schon, komm schon. Die zwei. Es wird schon heller über uns, das heißt, vieles von dem Baum wahrscheinlich nicht mehr übrig. Und da haben wir die Nummer 3. Oh, ich liebe diese Bäume. Also was das Startgebiet angeht, war das hier echt Knorke. Ja. So, geht doch. So, jetzt huschen wir mal eben zurück. Füllen direkt unsere Kohlegrube auf. Aber wenn hier gerade schon mal so viele Steine rumliegen, gucken wir mal direkt, ob da noch ein bisschen Erz da rumkommt. Ich meine, 18 oder so haben wir. 19, 20. Irgendwas so um den Dreh. Aber wer TFC schon mal gespielt hat, der weiß, dass natürlich einiges an Erz auch drauf geht für so Werkzeuge. Denn es ist nicht so, dass jedes dieser Erze uns ermöglicht, ein Werkzeug zu bauen. Wir werden da mehrere von brauchen. Ich glaube, das höchste, was ich mal gebraucht habe, war 10 Erze, um daraus einen kompletten Barren zu machen. Ist natürlich nicht so unbedingt das Beste, aber wir haben da ja keine Alternative. Und ihr könntet ruhig mal wachsen. Ich hoffe, dass die nicht auch so lange brauchen wie Bäume. Gut, so, dann fangen wir mal an. Eins. Die zweite. Da habe ich sie dazu gut gemeint mit dem Klicken. Und da haben wir die drei. Die vier. Also ihr merkt schon, da geht einiges an Holz drauf. So, das. Ich glaube, dieser komplette Wald aus den großen Bäumen wird uns noch zum Opfer fallen. Da auch. Naja, zumindest haben wir mit der Fuhre jetzt schon mal den Großteil dieser Lücke hier gefüllt. Könnten hier mal so ein, zwei Fackeln setzen, damit wir ein bisschen was sehen. Und jetzt rächt sich gleich, dass ich keine Erde mehr in der Tasche habe. Ich habe nämlich gar nichts, um die Lücken hier wieder aufzufüllen, wenn wir das nachher oben dicht machen müssen. Naja gut, kriegen wir schon hin, lassen wir uns was einfallen. Haben wir noch irgendwo Erde? Nö, aber wir haben ein bisschen was in der Kiste. So, dann können wir mal eben hier bisschen beleuchten. Gut, hier drin brauchen wir jetzt keine Lichtquelle. Na komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist übrigens der Ort, da müssen die Schalen später hin, damit das Erz aufgefangen wird. So, dann machen wir das noch. 1, 2, 3, 4, 5.
Da verabschiedeten sich gerade die FPS. Die Fails pro Sekunde. So. Ja, im Prinzip ist TFC eigentlich auch prädestiniert dafür, dass man es mit jemandem zusammenspielt. So könnte sich jetzt hier einer quasi um das um die Holzkohle kümmern, der andere könnte schon mal losgehen und ein wenig Erz sammeln, beziehungsweise könnte sich um die Schmiedearbeiten kümmern. Aber da ich derzeit hier noch ganz alleine bin. So, die brauchen wir. So, okay. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz zum Anzünden. Wir haben wieder kein Brennholz, ne? Dann muss jetzt leider wieder einer der kleinen Bäume dran glauben. Nehmen wir den da. Damit wir das Lagerfeuer da dementsprechend auch beheizen können. Lalalala. Na, demnächst müssen wir dann auch nochmal ein paar Schweine und Schafe schlachten, weil jetzt haben wir durch die Forge natürlich auch die Möglichkeit, deutlich schneller unser Futter zu braten. Na, so. So, so, so. So, so. Okay. Also, 1, 2, 3, 4. Das, dann das. Und dicht machen. So, wunderbar, damit haben wir das auch erledigt. Und jetzt gucken wir mal bei der Forge, ob wir da nicht ein wenig Erz reinschmeißen können. Gussform haben wir ja jetzt ein paar. Ups. Nö, jetzt sag nicht, das lässt sich nur im Lagerfeuer backen. Na gut, dann müssen wir das ja auch nochmal eben anschmeißen. Ja, jetzt können wir im Prinzip hier dem Erz beim Backen zuschauen. Währenddessen können wir uns mal eben hier das Holz rausnehmen. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das mit den Treppen ist. Also im Sinne von, werden die jetzt aus den Dingern hier gebaut? Nee, okay, da müssen wir wohl anscheinend wirklich die Kisten für haben. Ich zumindest. Na gut, das schauen wir uns gleich an. Wir können hier eigentlich auch mal ein paar Fackeln aufhängen, ne? Da mal eine hin, da mal eine. Da mal eine hin. So, damit haben wir schon mal ein bisschen Beleuchtung hier. Och nee, jetzt sag mir nicht, das reicht nicht. Ja, geht doch. Und ihr seht schon, das dauert eine ganze Weile. Können wir mal eben nochmal Brennholz besorgen? Haben wir noch eine Axt? Ja. Du, lieber Baum, bist der Auserwählte. Du wirst jetzt zu meinem neuen Brennholz. Fuck, ey, da passt das nicht in die Forge. Ich dachte, ich könnte das mit der Forge schmelzen. Fuck, 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 fuck. Apropos fuck, wir müssen mal was essen. Und was trinken. Machen wir einfach beides. Ah, wunderbar, hier geht's langsam voran. Hauen wir uns jetzt mal die Spiegeleier rein. So, ne, das reicht erstmal. Wir wollen es ja nicht übertreiben.
können mal eben wegen einem Huhn gucken. Eins der Hühner muss jetzt dran glauben. Wahrscheinlich verstecken sie sich jetzt auch alle. Da sind sie. Eins, zwei, drei, ganz viele. Na gut, komm, du hattest ein Ei, du darfst leben bleiben. Du hast kein Ei. Pech. Gut, damit haben wir ein paar Federn. Na, sieht doch eigentlich schon ganz schnucklig aus da vorne. Weiß noch nicht so wirklich, wie wir das mit den Fenstern machen. Ob wir da. Ja, wir können gleich mal eben hinten am Strand ein bisschen Glas besorgen. Die mal reinschmeißen. Wie sieht es hier aus? Du bist wieder einsatzfähig. So, dann nehmen wir die beiden mal raus. Dann kann man das Holz hier zum Brennen benutzen. Und dann hauen wir uns mal aufs Ohr, damit es mal wieder ein bisschen heller wird. Your game mode has been updated. Nur weil ich vorhin irgendwann mal. Oder vorhin, das war ganz am Anfang, als ich die Map gestartet habe, bin ich mal in den Flugmodus. Bin einfach mal nach oben, um zu gucken, ob ich wieder auf irgendeiner Zwergeninsel sitze. Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das hier wirklich ein Kontinent ist. Also im Sinne von groß und unendliche Weiten und so. Ich werde jetzt mal eben nachgucken, wie das mit den Treppen genau geht. An der Stelle, ja, wobei das kann ich auch nach der Folge machen. Das wäre jetzt Quatsch. Hier kommen wir an die Setzlinge dran. Glaube ich. Das sah doch eigentlich recht vielversprechend aus. So. Gut, jetzt ist natürlich Voraussetzung, dass hier auch Setzlinge rauskommen. So, mal eben anders hinsetzen. Ja, Stickies habe ich genug, lieber Baum. Mir wäre das lieber, wenn du mal deine Setzlinge fallen lässt. Schalalalalalalabanga, meine Chessa steht im Hangar. So. Na komm. Haben wir jetzt überhaupt schon einen Setzling bei rum? Not so really. Vielleicht hat er auch einfach keinen Setzling. So, was haben wir denn da? Nee, Setzling technisch sieht eher mau aus. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. So, dann gehen wir nochmal hier ein paar Steine klopfen. Ja, der arme Baum steht eh nur noch halb. Also, raus mit der Äxte. Dann klopfen wir den jetzt auch nochmal eben um. Können wir das Holz in der Nähe der Kohlegrube lagern. Nächste Axt. Das Holz ist schon 3, 4 Sekunden unterwegs, wenn es nur fällt. Das ist natürlich. So, jetzt dürfte es wieder ein bisschen heller werden. Das heißt, wir haben quasi die Blätter da oben abrasiert. Ich sehe allerdings im Moment noch kein Ende. Na, geht doch. So. Gut, ein paar haben wir. Dann lagern wir die jetzt einfach mal hier neben. Machen wir das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Eins, zwei, drei. Vier, fünf und der letzte. Na gut, für den reicht es nicht mehr ganz. Aber egal, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was, um hier unser Holzkohle-Ding dann auszubuddeln.
bisschen nachheizen, da haben wir schon wieder ein bisschen geschlafen. So, jetzt haben wir gegrilltes Hähnchen. Ist natürlich auch sehr schön. Ach, das können wir uns eigentlich mal direkt reinpfeifen, was soll's. Man kann auch, glaube ich, kein rohes Fleisch mehr essen, das geht nicht mehr. Da kann nochmal einen rein. So, und jetzt können wir mal eben die drei hier schon zusammenpacken. Also ihr seht schon, da braucht man einige von, um daraus einen kompletten Barren zu machen. Und dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, was machen wir uns als erstes Werkzeug? Man könnte natürlich eine Spitzhacke machen, man könnte einen Meißel machen, wir könnten eine Sense machen, eine Hoe für Ackerland. Ja, eine Säge, um aus dem Holz mehr Rohmaterial herauszubekommen. Wir könnten einen Hammer machen, um, ja, wobei für die ersten Schmiedearbeiten reichen eigentlich ein Steinhammer. Aber das ist eine Thematik, mit der befassen wir uns entweder in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen. Und bis dahin sage ich mal wieder schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.